Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einem neuen Video. Heute retten wir Kellys Erdbeer-Vanille-Marshmallow-Kuchen. Wer sich mit Kellys Backkünsten auskennt, weiß, dass sie in der Küche ein wenig struggelt, wenn es um Gebäck und Backwaren geht. Obwohl ich sagen muss, dass sie mittlerweile schon ganz schön gut kochen kann. Und ich als ihre beste Freundin muss da natürlich einschreiten und zeigen, dass ich es besser kann. Kelly hasst es, wenn ich zeigen will, dass ich was besser kann. Also Triggerwarnung für dich hier, Kelly. I'm sorry. Aber du bietest mir halt guten Content. And that's what friends are for. Kelly startet mit dem Video, in dem sie sagt, dass sie das Rezept frei Schnauze macht. Ich dachte, das ist eine super Idee. Einen Kuchen zu backen. Ohne Rezept. Und dann blendet sie ein Rezept für Rührteig ein. Und ich werde das verwenden. Wir vertrauen jetzt einfach mal an dieser Stelle und nehmen zwei Eier. 75 Gramm weiche Butter, 75 Gramm Karies, eine Prise Salz, 150 Gramm Mehl und ein gehäufter Teelöffel Backpulver. Das ist der Teig. Für 24 cm. Naja, es wird ja auch ein kleiner Kuchen, ne? Kleiner Kuchen, oh. Dann zeigt sie uns Tortenguss. Und bevor sie uns ihre restlichen Zutaten zeigt, geht sie an die Zubereitung. Und das machen wir jetzt auch. Zwei Eier. Ich mach das mal alles einfach nach Augenmaß. Der Rest von diesem Backpulver. Doch bevor wir starten können, muss unsere Butter weich werden. Margarine. Köstliche Bio-Margarine. Wir haben 250 Gramm. Das heißt, wir müssen es in 5. Das sind 75 Gramm. Testen wir mal. Habe ich es richtig berechnet? 80 Gramm. Unsere Margarine wird jetzt einfach schneller weich, wenn wir sie klein schneiden. Und jetzt müssen wir warten. Ein paar Sekunden später. So, sie ist weich. Was Kelly nicht weiß, ist, dass es besser ist, wenn man die Eier trennt und erstmal nur das Eigelb verwendet. Nee. Oh. Und zu dem Eigelb kommt jetzt unser Zucker und unsere fast weiche Butter. Und das schlagen wir auf. Durch das extrem lange Aufschlagen bekommt man so eine mousseartige Masse und die Butter wird auch richtig hell. Süße Butter mit Ei. Schaden kann's nicht. Die Backpulvermehlmischung geben wir jetzt langsam hinzu. Genauso wie einen Schluck Selta. Das ist ein ganz schön fester Teig, aber er ist auch sehr schön, weil er sehr mousig ist. Was da jetzt noch fehlt, aufgeschlagenes Eiweiß. Nach dem Harry Potter Tortenvideo weiß ich auf jeden Fall, wie man Eiweiß aufschlägt. Das Einzige, was wir zum Eiweiß aufschlagen brauchen, ist eine Prise Salz. Und dann die Scheiße einfach aufschlagen. Ist euer Eiweiß steif? Macht den Test. Ja! So steif, dass ihr es nicht mehr rauskriegt. Wenn Eigelb und Eiweiß sich wiedergefunden haben, rührt man sie vorsichtig untereinander, dass sie sich wieder vereinen. Durch diese Vereinigung erlangen sie eine Fluffigkeit, die unübertrefflich ist. Wow. It's freaking perfect. Seht ihr das? Das ist perfekt. Die Konsistenz ist, glaube ich, ganz gut. Kelly nennt ihn den Auflaufkuchen, weil sie es in eine Auflaufform packt. Ich dachte mir, da so das schwer ist, so zu schneiden, nehmen wir Grill-Aluschalen. Und dann machen wir so zwei Schichten und dann können wir sie am Ende übereinander stapeln. Perfekt. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist, aber man kann sie es jetzt auch ein bisschen einfetten. Und ich benutze die Aluschalen, weil ich die halt hier noch rumliegen habe. Und das ist praktisch. Ist unsere Aluform gefettet, kann auch der Teig rein. Aber nur die Hälfte. Jawohl. Scheiße, ist gar nicht so viel Teig. Was ist denn das für ein Rezept? So viel muss reichen. Denk mal, er geht noch ein bisschen auf. Ich hoffe, er geht noch ein bisschen auf. Aber er sieht sehr fluffig aus. Das ist ein gutes Zeichen. And there you have it. Boden Nummer 1. Und Boden Nummer 2. Und die kommen jetzt bei 175 Grad Umluft in den Ofen. Ich denke, sie sind in 15 Minuten fertig gebacken. Sind ja ziemlich klein. Bis gleich. It's been a long time. Oh mein Gott, war das schief. Amazing. Die sind einfach perfekt geworden. Jetzt sind sie auch abgekühlt und wir können weiter machen. Kelly starrt ihre restlichen Zutaten an. Ich glaube, umso länger ich die restlichen Zutaten einfach anstarre, umso mehr weiß ich dann, mit was ich weitermachen soll. Marshmallows, Kuchenglasur, Mandeln und Vanillepudding, feste Vanillepuddingcreme. Ich habe mich natürlich entschieden, die selbst zu machen. Ja, kein Bock. Was brauchen wir für Vanillepudding? Wo ist mein Rezept? Vanilleextrakt, Milch, Puderzucker, Eigelb und Speisestärke. Und so wird Vanillepudding zubereitet. Einen halben Liter Milch abfüllen, in einen Topf geben. Wow!
und Vanille oder Vanilleextrakt reinmachen. Das muss jetzt aufkochen. Und während die Milch kocht, nehmen wir unser Eigelb, was wir aus einer Harry Potter Torte noch übrig haben. Halt dein Maul! Klar, ist ganz normaler Alltag. Und da kommt halt noch ein bisschen Puderzucker rauf. Und dann wird's gerührt. Jetzt kommen noch 30 Gramm Speisestärke rein. Und ich mache jetzt noch einen Schuss von der warmen Milch rein. Die Milch kocht jetzt. Reinrühren. Oh Gott, das ist anstrengender als mein Sport. Mensch, und so einfach geht das, ne? Super schnell, super einfach. Klasse, das lieben wir. Das muss jetzt in der Schüssel und abkühlen. So ein guter, selbstgemachter Pudding. Da geht nichts drüber. Okay, wir haben uns unseren Kuchen und unseren Pudding. Ich würde sagen, wir machen auch eine Vanillecreme in der Mitte. Das ist eine gute Idee. So, legen wir los. Ich habe so einen unschönen Teller. Das wird unser Präsentierteller. Kommen wir jetzt wieder zum besten Part. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Kuchen so aufwendig ist, aber anscheinend ist er so aufwendig. Lasst uns loslegen. So, hier haben wir unsere zwei Schichten. Ich finde auch irgendwie, das sieht mehr aus wie ein Kuchen, wie ein Brot. Ich werde ein bisschen die Decke abschneiden, weil die ist doch fest geworden. Aber auch nur so ankratzen. Nur damit es gerade ist. Und wir probieren können. Oh mein Gott, ja. Boah. Ich werde jetzt mit Erdbeermarmelade, die samtfeine, eine dünne Schicht bestreichen. Kelly hatte zwar keine Füllung, aber ich finde, so eine Füllung macht immer noch was her. Nun brauchen wir unseren noch warmen Vanillepudding. Er muss nicht noch warm sein, aber ich habe keine Geduld mehr. Ich hoffe, der wird richtig fest. Kommt jetzt einfach so oben drauf. So, und dann wird unser Brot zugemacht. Lieb dich, Kelly, das ist ein super Rezept. Und weil das so gut hält, versuchen wir mal, die Seiten zuzumachen. Das läuft doch, das läuft von selbst. Das ist jetzt unsere Schnitte. Und die kommt in den Kühlschrank. Das ist noch lange nicht das Ende. Wir rösten jetzt die Mandeln an. Denn geröstete Mandelsplitter schmecken besser als nicht geröstete. Mandelsplitter in die Pfanne! Die werden jetzt angeröstet. Und ich habe jetzt einen richtig guten Plan. Ich werde gleich auch noch die Marshmallows schmelzen. Dann werden wir die Marshmallows um diesen Kuchen herum machen. Darauf werden wir die gerösteten Mandeln kleben. Dann kommt Schokolade. Und dann kommt ein bisschen Pudding. Und dann kommen die Erdbeeren. Ich glaube, so sieht der Plan aus. Wow, das ist mal ein Blick auf die Pfanne, ne? Und nun brauche ich ein bisschen Fett und die Marshmallows. Kelly hat sie on top raufgelegt. Ich will aber eher so einen Fluffcreme erzeugen, die dann an den Rand kommt. Butter wird geschmolzen und dann kommen die Marshmallows rein. Das wird jetzt im Topf schmelzen. So, das ist unsere Marshmallow-Creme. Die ist noch kochend heiß. Und hier ist unser Kuchen. So, wir versuchen mal, das rüber zu schmieren. Muss halt bearbeitet werden, solange sie noch heiß ist. So, das kommt jetzt an den Rand lang. Wow! Sieht ein bisschen aus wie Kaugummi. Was ist das für eine weirde Sache, die ich hier mache? Auf diese Marshmallow-Creme kommen jetzt unsere gerösteten Mandeln. Das ist der beste Klebstoff, den es gibt dafür. Also bis jetzt sieht's cute aus, wenn ich das mal so sagen darf. So, zurück in den Kühlschrank. Später. Wir warten auf unsere Glasur. Das sieht gut aus. Yes, girl. Ich habe mich entschieden, auf den Tortenguss zu verzichten. Mal probieren. Boah, das schmeckt wie Weihnachten einfach. So, wir machen mal die Glasur drauf. Und während sie noch flüssig ist, kommen die Erdbeeren drauf. The moment of truth. Stapeln wir die Erdbeeren liebevoll. Oh, Lord have mercy, ey. Oh, es läuft schon runter. Mensch, toll, das wollte ich. So, die restliche Glasur machen wir jetzt mal an den Rand, um den noch zu retten. Hier haben wir unseren Kuchen. Was soll ich sagen? Es ist einfach unfassbar grauenvoll. Am Ende muss der ja gut schmecken. Wollen wir das Ding mal anschneiden, ne? Das ist aber ein Klopper, ey. Am Ende... Das Stück sieht gar nicht mal so scheiße aus. Ist okay, ist okay. Nur stellen wir es wieder da, damit ich so frage, wie schmeckt Kellys Kuchen? Es schmeckt wirklich, wahrlich, grauenvoll. Wie schmeckt Kellys Kuchen? Gerettet. Gerettet. Okay. Oha, wie krass die Mandeln schmecken. Oh Gott, die Mandeln sind richtig lecker. Oh, und ich habe mich ganz gewundert, woran mich das erinnert. Das sind gebrannte Mandeln. Ja, es ist und bleibt ein weirder Kuchen.
Ist einfach eine komische Kombination. Aber ist lecker. Ist lecker. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch retten soll. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Meine Küche ist ein Schlachtfeld. Bis dann. Ich gehe jetzt Sport machen.